Nordwestlich des Harzes, im Herzen der Großstadt Salzgitter, liegt Schloss Salda. Anfang des 17. Jahrhunderts wurde unter dem Eigentümer David Sachse mit dem Bau des Schlosses begonnen. Er erwarb die Erlaubnis, auf dem Gelände des Gutes der Familie von Saldern zu bauen, da diese ihren Stammsitz aufgrund hoher Schulden verpfänden musste. Der Aufbau des Schlosses besteht aus einem fast ebenerdigen Kellergeschoss, einem Erdgeschoss, einem Obergeschoss, in dem sich der Fürstensaal befindet, und zwei Dachgeschossen. Im barocken Fürstensaal ist es heutzutage sogar möglich, standesamtlich zu heiraten. Im Erdgeschoss fand das tägliche Leben statt. Während das Obergeschoss repräsentativen Zwecken diente, bot das Dachgeschoss Wohnraum für die Bediensteten und wurde als Lagerraum genutzt. Aufgrund des sumpfigen Geländes unweit der Fuse musste das Schloss auf einer Holzkonstruktion erbaut werden. Die Fassade war im Stil vergleichbarer Bauten der Weserrenaissance schlicht gehalten. Nach Sachses Tod 1631 stellte der damalige Herzog Friedrich Ulrich die Familie von Saldern vor die Wahl, entweder das Gut von den Erben Sachses zurückzuerwerben oder einer Veräußerung zuzustimmen. Gegen eine Zahlung von 40.000 Talern ging der Grund wieder in den Besitz seiner ursprünglichen Eigner über, bis diese 1695 den kleinen und großen Hof an Erbprinz August Wilhelm verkauften. Noch im gleichen Jahr wurde mit den Renovierungs- und Umbaumaßnahmen begonnen. Nach der Vorstellung des Erbprinzen, der dem italienischen Barock sehr zugetan war, sollten insbesondere die Repräsentationsräume im ersten Obergeschoss mit opulenten Stilelementen des Barocks aufgewertet werden. So wurden zum Beispiel die Decken mit Stuckelementen des italienischen Stuckateurmeisters Giacomo Perinetti versehen. Es gab verschiedene Wirtschaftsgebäude, unter anderem Schweine-, Schaf- und Pferdestall, eine Molkerei, ein Brauhaus und eine Schmiede. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde der Westtrakt der Hofanlage neu erbaut und die Landwirtschaft weiter intensiviert. So bewirtschafteten 1907 etwa 20 Beschäftigte einen Viehbestand von ungefähr 50 Pferden, 100 Kühen, 500 Schafen und 200 Schweinen. Die Geschehnisse des Ersten Weltkrieges veränderten das Leben der Schlossbewohner sehr. Der Hoftierbestand wurde um 50% reduziert. Die Kartoffelproduktion wurde gesteigert und die Anbauflächen für Getreide wurden um 30% erhöht. Außerdem ging die Domäne nach Enteignung des Braunschweiger Herzogs 1918 in den Besitz des Staates Braunschweig über, bis sie im Jahre 1939 an die Reichswerke Hermann Göring verkauft wurde. Das Schloss diente als Sitz der Großdeutschen Umsiedlungsgesellschaft MBH. Im April 1945 besetzten amerikanische Soldaten das Schloss. Kurze Zeit später diente es als Unterkunft für britische Besatzungstruppen. Die Salzgitter AG verkaufte 1954 das Schloss für den symbolischen Preis von einer D-Mark an die Stadt Salzgitter. Diese ließ das Schloss in ein Museum für die Bevölkerung umgestalten, das am 14. Dezember 1962 feierlich eröffnet wurde.
Die Ausstellungen können kostenlos besichtigt werden und zeigen unter anderem die Entwicklung vom landwirtschaftlichen Salzgitter des 18. Jahrhunderts zum drittgrößten Industriestandort Niedersachsens. Ein weiterer Ausstellungsschwerpunkt ist die Ur- und Frühgeschichte unter Darstellung des Lebens in der Eiszeit. Dazu entstand 2006 im Außenbereich ein Eiszeitgarten, der näher auf die Flora und Fauna sowie das Leben in der Eiszeit eingeht. Darüber hinaus befinden sich im Außenbereich das historische Backhaus und die Osterlinder Bockwindmühle. Highlight der Abteilung Geologie ist ein Ichthyosaurier, dessen Skelett 1940 beim Erzbergbau entdeckt wurde. Im ehemaligen Schafstall wird die Technisierung der Landwirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert dargestellt, sowie Meilensteine der Mobilisierung im Salzgittergebiet gezeigt. Neben den Dauerausstellungen sorgen Wechsel- und Sonderausstellungen für Vielfalt. Die städtischen Kunstsammlungen zeigen zum Beispiel im Salon Salda Kunstwerke niedersächsischer Künstler. Der Innenhof des Schlosses dient alljährlich während des Kultursommers als Veranstaltungsort und bot in der Vergangenheit bereits namenhaften Künstlern eine Bühne.